Zumindest am Anfang noch. Und das heißt, wir brauchen jetzt irgendwo einen Brückenkopf. So wie beim Camping, da fährst du wegen dem Feuerzeug zurück, um den Gaskocher anzumachen. Sonst gibt's kalte Ravioli. Ja, Stefan, genau so ist das. Bei uns ist halt das Problem, wir müssen halt immer dran denken, dass wir auch genug Space Warper dabei haben, weil wenn du da mal einen, wenn du da keinen mehr hast, dann musst du halt manuell zurückfliegen und das dauert eine ganze Weile. So. Aber I'm ready für die nächste Geschichte. Jetzt gucken wir mal gerade. Hier wird auch das, glaube ich, gerade gebaut, was wir brauchen. Wir könnten natürlich jetzt schauen, wo die Püschelproduktion ist und die halt einfach verbessern, bis der Spaceport fertig ist. Weil ich glaube, das ist nur eine Erweiterungsfrage. Und dann müssten wir halt einfach nach Hercules 4 schnell rüber. Machen wir das mal. Dann haben wir hier noch ein bisschen Luft und da haben wir auch was Sinnvolles getan in der Zeit. Dann machen wir jetzt erstmal die Püschelproduktion startklar und dann, glaube ich, schaut es ganz gut aus. Wie gesagt, nächste Baustelle, nachdem wir die Space Warper haben und quasi Zugriff auf unendlich viele Ressourcen, ist die nächste Baustelle schlicht und ergreifend Dyson-Sphäre. Also sobald wir den Space, quasi den Raum interstellar, das erste System komplett ausbeuten, geht's eigentlich mit der wesentlich wichtigeren Geschichte los, nämlich die Dyson-Sphären-Konstruktion an sich. Das heißt, die Sonne einzuhüllen. Und, sobald wir das geschafft haben, könnten wir natürlich auch, weil wir uns dann auch ein paar Solarsegel sparen, das würde ich jetzt noch nicht machen, weil uns die wichtige Solarsegelforschung jetzt gerade noch läuft, aber sobald das dann mal fertig ist, ich bin ehrlich, eine Dyson-Sphäre ist ja nicht genug. Strom, am Ende wird es doch dann eigentlich am spannendsten werden, wenn du direkt Solarsegel in die Atmosphäre schießt von der neuen Sonne. Und Ray-Receiver dabei hast und den Strom direkt über die Receiver abgreifst. Das dauert am Anfang ein bisschen länger, aber wenn es dann einmal läuft, läuft's, ne? Und dann vor allen Dingen läuft's auf allen Planeten gleich. Also, das ist eine relativ geile Geschichte eigentlich. Andrea, willkommen zurück! So, ich suche gerade Püschelproduktion, die muss da hinten irgendwo sein. Da hinten irgendwo ist relativ. Weil hier läuft nämlich die Produktion nicht so geil. Oder zu langsam auf jeden Fall. Jetzt schauen wir mal, wie ist es da? Ja, da kommen viel zu wenig Püschel an. Schauen wir mal, was die sagen, was den stört. Die werden auch langsam leer, ha? Huh? Da könnten wir auch mal ein bisschen mehr drauf geben. Viel Erfolg, Freunde. Da ist die Püschelproduktion. Jetzt schauen wir mal, was da abgeht. 42 wird gebraucht, 28 produzieren wir Theoretik Max. Ich bin jetzt mal gespannt, inwieweit sich das verändert jetzt. Hier haben wir natürlich noch keinen Saft, das muss man natürlich noch ändern. Und auf geht's. Fette Katze organisiert erstmal Pudding für alle. Das ist großartig. Vielen lieben Dank. Und einen wunderschönen guten Abend. Na, das schaut doch gut aus hier, ha? Püschelmäßig. Wird aber immer noch Max-Level produziert. Jetzt sind wir sogar minimal drüber.
Ist nicht schlecht. Jetzt haben wir ein bisschen Puffer da eingeplant sogar. Sehr schön. Dieses theoretische Max ist natürlich sinnvoll. Und man sollte immer ein bisschen drüber gehen, weil du weißt nie am Ende des Tages, ob das dann mit Reiseweg und so weiter. Das dauert oft dann sehr viel länger. Hier zum Beispiel ist das größte Problem, dass wir theoretisch Maximalproduktion hier hätten von 2,1 beim Hydrogen. Und das ist einfach zu viel. So, warte mal, ich produziere doch jetzt gerade hier hinten noch mehr von den Dingers. Wenn ich mir da jetzt mal ein paar snacke, so ein paar, dann müsste ich doch jetzt eigentlich unkompliziert das Ding bauen können, oder? Nee, weil dafür fehlt mir die Turbine. Da haben wir wenigstens hier ein paar von. So, das müsste jetzt doch eigentlich für die Produktionsgeschichte hier hinten reichen, oder? Ja, na Gott sei Dank. So, dann haben wir die jetzt nämlich endlich auch mal verarbeitet, weil ich brauche ja mehr, ich will ja mehr von den Dingern hier machen. So, wir müssten aber jetzt durch die Produktionsstätte eigentlich sogar das Ding hier verbessern. Hier müsste eigentlich jetzt mehr rauskommen. Das wird eine ganze Weile am Anfang dauern, bis das umgesetzt ist oder umsetzbar wird, aber dann. So. Okay. Das klappt gut soweit. Hier, da ist ein bisschen mager, ne? Aber das läuft an sich. Läuft die Produktion hier auch fast voll. Hier haben wir aber kein Graphit mehr drin. Also Graphit ist unsere momentan größte Problematik. Was kostet uns das? Haben wir, warte mal, hier haben wir doch auch Kohle, oder? Ja, aber nicht viel. Okay, das Kohle kannst du hier vergessen, ne? Das ist für einen Eimer. Das reicht aber jetzt schon, was wir gemacht haben, reicht schon dicke aus. Lassen Sie mal wieder nach Hause fliegen. Schön mit Autopilot. Im Übrigen, meine Lieben, mit gerne Ausrufezeichen Dyson. Es gibt aktuell auf zwergtube.de gibt es zwei Artikel von CodeBlue für Leute und Freunde der Dyson-Sphäre und die noch keine Ahnung haben vom Multiplayer. Dani, wunderschönen guten Abend, hi. Und wie man das eigentlich macht und generell mit Mods und so weiter, da hat CodeBlue sich hingesetzt und hat extra für euch zwei Artikel geschrieben. Einmal, wie installiere ich den Mod-Manager und einmal, welche Mods verwenden wir hier im Projekt. Und das hat er für euch einfach mal zusammengeschrieben auf zwergtube.de. Und mit Ausrufezeichen Dyson im Chat könnt ihr das ganz entspannt und easy einfach mit den beiden Links, könnt ihr euch mal organisieren. Weil das hat er echt schön gemacht. Also eine richtig schöne Anleitung, wie man Mods hinbekommt. Zu finden in der Videobeschreibung für die Freunde auf YouTube. Ja. So. Wir sind auch auf jeden Fall unterwegs nach Herkules 1. Und wollen jetzt unsere... Wir wollen CodeBlue, wollen wir auch irgendwann mal im interstellaren... Kontext Space Warpen sehen, das ist ja der Traum, eigentlich CodeBlue endlich mal in einem anderen Stern unterzubringen, wo er sich komplett austoben kann. Das wäre mein persönlicher Traum, wenn das klappen würde, weil das nimmt ihm natürlich auch ganz viel Netzwerklast. Würdet ihr eher Captain of Industry oder Dyson Sphäre? Boah, Sir Tantalus. Das ist eine Frage, die du so nicht beantworten kannst. Weil das halt so richtig komplett andere Spiele sind. Also, Captain of Industry ist geil, Dyson Sphere ist auch geil. Beide sind Zeitmaschinen. Ich persönlich muss sagen, wenn du die größere Zeitmaschine suchst, irgendwas, was richtig viel Zeit frisst, dann ist Dyson Sphere wahrscheinlich nochmal nochmal eine Spur mehr. Einfach weil du hier eine riesen Welt hast oder eine riesen Galaxie oder ein Teil der Galaxie, ein Cluster, in dem du dich bewegst. Also wenn du hier guckst, dass der Planet, du kannst überall hier alles bauen, dann gehst du raus, gehst auf die anderen Planeten, baust dann deine interstellare Logistik auf, baust die Dyson-Sphäre auf, scrollst raus. Ja, super, dann gehst du in den nächsten Stern rein und da gibt es halt die nächsten drei Murmeln, die auf dich warten. Und so ist das halt hier überall, ne? Also... Das ist natürlich eine andere Nummer.
Hier zum Beispiel ist ein. Hier gibt es tatsächlich Deuterium. Ganz, ganz wenig, aber wenn du das Ding voll pflastern würdest, dann würde das natürlich auch einen Unterschied machen. Hier kriege ich aber, warte mal, hier könnte ich mir doch die Kristalle organisieren, wenn ich jetzt eh schon mal da bin. Die hat Koblu nämlich eingelagert. Ich bin mir sicher, er hat sie eingelagert. Irgendwo hat er das bestimmt gemacht. Ich weiß doch, der Koblu lagert alles ein. Der ist wie ein Eichhörnchen. Muss dich nur umschauen. Irgendwann findest du sein Versteck. Was suchst du? Die Dinger. Da sind sie doch. Wie ein Eichhörnchen, ich sag's immer wieder. Gut. Bin schon wieder zufrieden auf dem Rückweg. Wieso habe ich jetzt Code Blue in einer Ice Age-Szene-Form? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, jetzt haben wir es doch gleich, komm. Bei manchen Ressourcen wie den Dingern hier bin ich maximal froh, dass wir die jetzt so produzieren können, ne? Und vor allem, dass sie anforderbar sind. Das ist halt das Nächste. Wenn man das System so macht wie hier, dann ist halt alles anforderbar, was hier rumfliegt, ja? Es wird produziert, ist anforderbar, es ist, du kannst, wenn wir irgendwann mal feststellen, ja, lass uns mal davon ein paar, wir brauchen ein paar Partikelcontainer für irgendeine Fabrikation, dann wären die technisch gesehen zumindest vorhanden. Jetzt ist natürlich praktisch das Problem, dass wir davon noch nicht genug produzieren, aber es reicht, um die Produktion hier zumindest am Laufen zu halten. Deswegen produzieren wir trotzdem nicht mehr Strange Matter, ne? Also das wird deswegen auch nicht mehr. 18,8 ist unser Limit, mit dem wir aber tatsächlich drin sind. Coldblue schreibt gerade, bei Ausrufezeichen Instant gibt es Dyson gerade für unter 5 Euro. Kannst du nichts falsch machen? Absolut nicht. Also bei dem Preis sowieso nicht. Das ist ja, überleg mal, das ist ja Spielepyramide. Und mit unserem Link kommst du sogar, wie gesagt, eben relativ gut bei weg. 5 Euro, ist mal ehrlich. Das Spiel hat zum Release, glaube ich, irgendwas um die paar 20 gekostet. Und das war ein absolut fairer Preis. Ich habe selten erstens so viele Stunden in ein Spiel reingeballert, was nur 20 Euro gekostet hat. Und wenn es war... Wenn ich das gemacht habe, dann waren die Spiele in der Regel gut. Das ist ein Factorio, ein Rimworld und solche Geschichten. Ne? Ich hoffe, ich bin Sid in deinen Augen, sagt Kumpel nun gerade. Ja, klar. Ah, oh, herrlich. So, weiter geht's. Endfertigung hier. Es wird Zeit, hier endlich mal Space, den Weltraum zu erobern. So. Alles klar. Dann brauchen wir erstmal Raumschiffe. Damit wir hier schon mal loslegen können. Andere Raumschiffe habe ich noch gerade nicht, also brauchen wir die auch noch nicht. Wir produzieren jetzt Strange Matter. Die fordern wir auch extra an. So, Demand. Das machen jetzt die Raumschiffe gerade untereinander aus. Soll mir recht sein, ist mir egal. Dann braucht man dann hier extra ein Band rüberlegen. Könnten wir auch machen, ist aber, wie gesagt, nicht zwingend notwendig. Und wir brauchen noch zu der Strange Matter, brauchen wir für die Gravitondings, brauchen wir Diamonds. Diamond! So, die werden hier auch noch hergestellt. Ja, ist ja butterweich, du. Ist ja wirklich wunderschön. So, dann können wir hier auch nochmal den... Nee, warte mal kurz, das ist vielleicht gar nicht schlecht. So, dann stellen wir die Lenses her. Die supplyen wir allerdings. Und dann stellen wir Space Warper her. Und hier kommen die Space Warper an alles im System ran.
Distance to enable warp, 12 AU. Minimum load of vessels. Drehen wir runter auf 20%. Oder sogar 10%. Naja, machen wir 20%, ist, glaube ich, ein guter Wert. Weil wir wollen ja auch kleinere Mengen von den Dingern anfragen. Und jetzt schicken wir mal schnell den hier rein, damit der jetzt erstmal nochmal ordentlich nachbuttern kann. So, okay, Freunde. Ran an die Bulette. Wir wollen produzieren diese Lens. Und das geht im Assembler. Das heißt, wir gehen nach oben weg. Und produzieren jetzt die Strange Matter. Gehen wir hier mal so richtig weit hoch. So vielleicht, ja, ist okay. Und rüber. So, dann brauchen wir die Diamonds. Diamond! So, und dann brauchen wir einen Assembler erstmal. Sonst wird ja nichts produziert. Und dann gehen wir damit wieder zurück erstmal. So. Und da produzieren wir jetzt erstmal die Dingers, die Lenses. So, 1, 2. Und 1 wieder raus. So, Lenses gehen raus. Die kommen jetzt natürlich hier wieder rein. Also, wenn die Produktion dann läuft. Ne, das war nix. So. Jetzt aber. Heißt, Produktion läuft. Technisch gesehen alles kein Problem. Ich weiß nicht, ob du den Tipp auf YouTube gesehen hast, aber die Stufe 1 Greifer schaffen es nicht, bei den Schmelzen die Grundressourcen rauszugeben. Das kann sein. Das kann sein. Aber das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Das geht ja, das muss nicht 100% funktionieren. Das reicht auch 80% immer noch gut aus. Aber danke dir auf jeden Fall. So. Pass auf, wir gehen jetzt hier mit den Dingern raus und bauen die bis hierhin. Dann kommt hier der Assembler her. Wir sagen ihm hier Space Warper herstellen. Und dann gehen wir mit ihm hier wieder zurück. Hier rein, hier raus. Das Ding eskalieren wir jetzt bis vor. Das hat eigentlich nur einen einzigen Grund, dass wir das so machen. Wir wollen diese Fertigung möglichst maximieren. Weil wir produzieren jetzt nur sehr, sehr wenig von den Dingern. Aber wir brauchen später mal sehr viel mehr. Das heißt, ich eskaliere das jetzt gerade, dass das von alleine mitskaliert. So. Das ist natürlich jetzt Energieengpass, klar. Auf der Welt hier wird gerade enorm viel Energie gezogen. Durch die Spaceports. Ist logisch. So. Da kommen sie. Der erste Space Warper ist fertig. Snackt den gerade irgendein Schiff weg? Bei Steam auch noch nur 14 ist auch okay. Satanderus. Ganz ehrlich, wie gesagt, ich halte dieses Spiel auch durchaus für solide. Also das ist ein Spiel, das würde ich auch für 20 Euro immer noch als sehr gut und günstig empfehlen. Wenn es 14 Euro gerade aktuell auf Steam kostet, hey, greif zu. Da kannst du nichts falsch machen. Wenn du so Spiele magst, so ein bisschen, die immer alles im Wandel ist, du baust Produktionsketten, reißt sie wieder ab, baust sie wieder besser auf und so weiter. Du wirst sehen, am Anfang ist das auch alles viel, viel einfacher. Das, was wir jetzt machen, ist ja schon sehr, sehr weit im Spiel. Du siehst ja, wir haben jetzt 24 Stunden und 28 Minuten in-game mittlerweile verbracht. Das ist schon nicht schlecht. Ich schaue gerade jetzt ehrlicherweise mal, hier werden immer wieder einzelne Space Warper reingebracht. Meine große Preisfrage, die sich allerdings mit all dem ergibt, ist am Ende trotz alledem, ich muss das hier auch noch mit skalieren im Übrigen. Meine große Preisfrage, die sich mit alledem ergibt, ist am Ende trotz alledem, aber noch immer die gleiche, wo sind die Space Warper? Die werden doch jetzt hier nicht irgendwo anders hingebracht. Snackt die sich das Schiff die ganze Zeit?
Wer snackt sich diese Space Warper gerade? Der wird genommen und geht sofort wieder. Wohin geht der? Wer will ihn? Und überhaupt, ich habe Fragen. In Wirklichkeit steht hier bestimmt irgendwo Code Blue rum und snackt die ganze Zeit sich die Space Warper. Und sagt, wuhu, ich habe ihn. Code Blue, ich höre dir trapsen. Neun Stück sind hier drin. Die sind garantiert irgendwie im Schiff drin. So, theoretisch ist Max bitte von den Space Warpern und von all dem 52 von der Strange Matter, das ist natürlich ordentlich. Und bei den Space Warp Dingers ist es 28 die Minute, ist theoretisches Maximum mit dem, was wir jetzt hier machen. Na okay, 28 ist besser als 0. Der müsste jetzt auch bald voll sein. Die Produktion geht halt hier jetzt ordentlich steil, ne? Mehr als 22 frisst der hier auch gerade gar nicht aktuell. Also schauen wir mal, wie lange das jetzt dauert. Der Strom hier ist immer noch weg, ne? Ja. Die Batterien sind auch leer. Schade. Notiert. Code Blue ist an allem schuld. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht. Wie viele haben wir jetzt? 25. Ich hätte wenigstens gern mal so 4, 5 oder so. Damit ich hier ein bisschen warpen kann. Ja, das kann doch nicht sein, dass sich das Schiff die 30 Stück snackt. Oder snackt sich die da automatisch der Raumhafen, bevor er die abgibt, dass er dann wenigstens einen Grundstock hat. Weil hier kommt immer mal eins rein und verschwindet sofort wieder. Ja gut, wir werden mal sehen, wie das hier mit der Produktion dann auch am Ende des Tages läuft. Weil du musst ja auch eins sehen, hier läuft ja nicht immer zwingend alles mit maximaler Produktion oder sowas. Ne? Das ist ja auch oft so eine kleine Geschichte, die hier noch abläuft, dass wir immer noch leider Stromausfälle haben. Oder zumindest nicht Ausfälle, aber die Energie ist äußerst begrenzt, ja. Auch das ist natürlich ein Problem. Unsere Solarsegel sind nicht so krass unterwegs. Wir schießen trotzdem immer weiter welche ab. Aber die leben halt nicht ewig. Das wird mit der Dyson-Sphäre dann besser werden. Aktuell fordern wir 410 Megawatt aus dem System an. Ich höre Code Blue trapsen. Tap, 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 tap. So. Schauen wir mal gerade. Ja, wie gesagt, normalerweise sollte das mit den Space Warpern eine gute Sache sein. Wir brauchen mehr als ein Raumschiff, um die zu verteilen. Vor allem, wenn das unsere Ausgangsbasis ist, von der aus wir alle Space Warper in der gesamten bekannten Galaxie versorgen wollen, dann brauchen die definitiv mehr als ein Schiff. Wobei, ich bin ehrlich, Chat, ich bin absolut ehrlich, es ist Space Warper vereinfachen die interstellare Logistik enorm. Ist jetzt Code Blue auch noch ein Nachtigall?
Du wüsstest gar nicht, wie viel Wahrheit in diesem Satz steckt. Ha. Die bekannte Eichhörnchen-Nachtigall. Mitteleuropäische Eichhörnchen-Nachtigall. Möchte ich an dieser Stelle noch ganz klar anmerken. Ja. Nicht zu verwechseln mit der altägyptischen. So. Es scheint hier sich halbwegs zu stabilisieren. Ist 16 Stück. Rein damit. Freunde, wir sind startklar, oder? Bringt eure Sitze in eine aufrechte Lehne. Was? Nächstes Mal starten wir von einer anderen Welt. Von einer anderen Welt! Ja. Wir fliegen los. Welche Welt war denn das? Die war, die hier drüben, Alnitak ist auf jeden Fall extrem wertvoll, ja. Die ist wertvoll von Ressourcen. Hadar war auch nicht schlecht. Vega war aber auch nicht schlecht, ist nahe dran, hat Fire Ice. Ganz kurz, Fire Ice ist deswegen so interessant, weil wir damit, glaube ich, alternativ Graphen herstellen können, ja. Und sogar noch Hydrogen. Beides dringend Bedarf, den wir überall haben. Das bedeutet, wenn wir Fire Ice abbauen, könnten wir das Zeug halt einfach schön umwandeln und in unser Netzwerk reinschieben. Das Gute ist, das hätten wir hier auch. Das sind aber die Restressourcen nicht so geil. Das heißt, hat Alnitak auch Fire Ice? Ja, haben sie auch. Das heißt, es wäre eigentlich fast geschickt. Ja, wir müssen nach Vega zuerst. Komm, wir gehen zuerst nach Vega. Das liegt auch ein bisschen näher, glaube ich. Ein bisschen Schlückchen. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich abheben. Nichts hält mich am Boden. Vega? Set? Ja, da will ich hin. Ah ja. Meine sehr verehrten Ladies and Gentlemen, wir sind auf dem Weg in einen anderen, in ein anderes System, zu einem anderen Stern. Space Warper sind eingebaut. Zwerg ist startklar.